Weiterhin gibt es Trauer auch in den USA nach dem Vulkanausbruch am anderen Ende der Welt in Neuseeland. Viele Amerikaner sind zu Schaden gekommen beim Ausbruch am White Island vor der Küste von Neuseeland. Ein wirklich gewaltiger Vulkanausbruch, der Touristen überrascht hat. Bisher mehr als 7 Tote bestätigt. Mehrere Menschen nach wie vor vermisst. Es haben jetzt erste Versuche begonnen, die Leichen von der Insel zu bergen. Jetzt werden neue Details bekannt, besonders auch über ein Paar, das sich in den Flitterwochen befand. Ein Paar gerade verheiratet in Virginia, nahe Washington. Sie hatten sich auf der Insel aufgehalten und jetzt haben sie Angehörigen erzählt, dass sie den Vulkanausbruch überlebten, indem sie hinter einem großen Felsbrocken Deckung gesucht haben. Allerdings, beide haben schwerste Verbrennungen erlitten an 80% ihres Körpers. Sie werden in einer Spezialklinik behandelt wegen ihrer schwersten Verletzungen. Tragisch auch, 2 Teenager wurden jetzt als tot bestätigt. Sie sind von einer amerikanischen Familie, die sich ebenfalls auf der Vulkaninsel aufgehalten hat. Die beiden jungen Männer, die Teenager, einer ist 13, der andere 17, sind im Spital gestorben. Ihre Eltern sind nach wie vor vermisst und werden für tot gehalten. All das wird in Amerika natürlich aufgeregt diskutiert. Natürlich auch die Frage, wie es dazu kommen könnte, dass trotz aller Warnungen diese Tourboote, diese Touristenboote zu der Insel fahren konnten und es Touristen erlaubt wurde, diese gefährliche Insel zu betreten, obwohl es davor Warnungen gegeben hat, Messungen, dass ein Vulkanausbruch möglicherweise bevorstehen könnte.